Jo Leute, was geht? Freunde, heute sind wir mal wieder in der Franklin, Trevor Phillips und in der LeMar Corporation unterwegs, Freunde. Und dieses Mal sind wir nicht in Los Santos, Leute, wo LeMar seinen Standort hat und ich, sondern wir sind jetzt, Leute, bei der Filiale von Trevor. Denn ich denke, es ist wieder mal Zeit, dass wir verschiedene Fahrzeuge suchen, Leute, und zwar mit Trevors Hilfe. Und dazu haben wir natürlich, Leute, unsere Abschleppwagen, mit denen wir quasi zerstörte Fahrzeuge nehmen und sie dann einfach reparieren. Und mal gucken, was wir heute auf jeden Fall für Aufträge haben. Trevor, hast du was für mich? Gibt wieder hier einige Autos. Könnten ein paar Schätze dabei sein. Alles klar, Trevor. Dann würde ich sagen, Leute, da machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg direkt. So, okay. Ich bin so gespannt, Freunde, was wir heute in dieser Episode für verschiedene Fahrzeuge finden werden. Ich glaube, ich habe irgendwie im Gefühl, Freunde, heute wird was Besonderes sein. Ich habe wirklich das Gefühl, Freunde, heute wird ein ganz besonderer Tag sein. Und damit wir auf jeden Fall, Leute, richtig viel Glück haben und eines der schönsten und besten exklusiven Fahrzeuge nehmen und bekommen, lasst dafür, Leute, für ein bisschen Glück einfach ein Like da und vergesst nicht, jetzt diesen Kanal gerne kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine weiteren solcher Videos verpasst. Und Leute, damit wir die 1 Million Abos schaffen. Freunde, es fehlen nur noch 45.000 Abonnenten. Ich bin so aufgeregt einfach. Lass gerne ein Abo da, wenn du neu auf diesem Kanal bist. Okay, ich habe das Fahrzeug jetzt hier abgestellt. Trevor meinte, es soll ungefähr hier ein seltenes Fahrzeug geben, das tatsächlich auch eine Menge wert sein soll. Dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um, Freunde, ob es hier irgendwas gibt. Ich sehe jedenfalls, es gibt hier, Leute, einen Marathon. Wenn wir wollen, können wir diesen Marathon machen. Aber Leute, ich mache hier keinen Marathon. Ich will jetzt erstmal im Marathon die ganzen Fahrzeuge suchen. Mal schauen, was wir hier finden können. Oh mein Gott. Okay, es wird ein bisschen schwer sein, das Fahrzeug mitzunehmen, weil es ist einfach direkt, Leute, an der Klippe. Aber es sieht mir nach einem Z-Type aus, Freunde. Einem goldenen Z-Type. Oh, und den hat es auf jeden Fall mitgenommen. Beide Türen sind raus. Der Motor, die Motorhaube ist ab. Und das Ding ist komplett dreckig, Leute. Die Reifen sind dreckig. Der Lack ist auf jeden Fall komplett verdreckt. Aber es ist, Leute, ein super seltenes und super teures Fahrzeug. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Jetzt gibt es nur das Problem. Ich weiß nicht, ob ich den hinten anhaken kann oder ob das vorne sein muss. Es könnte ein bisschen problematischer werden, Leute. Na gut, wir probieren mal unser Glück und hoffentlich kann man den da hinten anhaken. Ich will nicht, dass das Teil ins Wasser geht. Leute, mit einem Wasserschaden wird es sehr, sehr schwer sein, das ja irgendwie noch gerade zu biegen. Deswegen hoffentlich... Oh mein Gott, ich muss da erstmal reinkommen. So, deswegen hoffentlich kriegen wir den angehakt. Komm schon. Gib dir Mühe. Franklin, komm, hak dich ein. Yes! Oh mein Gott, es ist angehakt. So, jetzt anheben und langsam rausschieben. Bloß nicht zu viel zerkratzen. Alles entspannt, Leute. Alles entspannt. Boah, Trevor, das ist so ein wertvolles Auto. Alleine mit diesem Auto haben wir mehrere hunderte Tausende Dollar oder mehrere Millionen Dollar sogar Gewinn gemacht. Reparatur wird zwar nicht ganz billig sein, aber ich meine, dieses Fahrzeug, Freunde, ist auch ultra exklusiv. Okay, hier sind wir angekommen, Freunde. Los Santos Customs. So, erstmal abhaken. Mal gucken, Freunde, ob der Motor noch läuft. Ey, wirklich, wenn der Motor nicht läuft, dann wird das eine sehr teure Reparatur. Deswegen, Franklin, steig mal ein, Leute. Funktioniert der Motor noch? Yes, der geht an. Er geht an, Freunde. Okay, wir müssen ganz vorsichtig sein. Ich will nichts an dem Fahrzeug kaputt machen. Es ist ein sehr teures Auto. Und jetzt fahren wir da rein und reparieren das Fahrzeug. Und dann zeige ich euch, wie diese Schrottkiste, diese Schrottluxuskiste gleich aussehen wird. Wow, Alter. Ich meine, ich habe das Auto lange nicht mehr gesehen. Aber vor allem mit der Lackierung sieht es schon super exklusiv aus. Wir können sogar noch einige Sachen kostenlos nachtunen. So ein bisschen die Leistung steigern. Ein Kühlergrill würde ich sogar sagen, nehmen wir einfach mal den hier. Scheinwerfer, nee, kann man so lassen, Leute. Motorhaube mit Einlass. Nee, ich lasse alles so, Leute. Ich lasse alles so, wie es ist. Und das, Freunde, ist auf jeden Fall der True Fate Z-Type. Ey, ein Alter, ist das Krankfahrzeug. Also mit dem ersten Fahrzeug haben wir schon einen ziemlich guten Fang gemacht. So, okay, Trevor. Ich habe den Z-Type jetzt vorbeigebracht. Okay, als nächstes gehen wir jetzt mal in den kleinen Abschlepper. Ich gehe mal davon aus, vielleicht jetzt genau so ein kleines Auto finden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt irgendeinen Bus oder so etwas finden werden. Okay, Leute, die nächste Location, die mir Trevor angezeigt hat, ist ungefähr bei dem Flughafenhangar. Warum beim Flughafenhangar jetzt ein Auto rumliegt, ich weiß es nicht. Wir werden es uns jetzt genauer anschauen, Freunde. Jedenfalls werde ich diesen interessanten Ort mir auf jeden Fall mal anschauen. Und hoffentlich finden wir dort etwas sehr Nices. Leute, was meint ihr? Wird es... Ich habe keine Ahnung. Es könnte ein Motorrad sein, es könnte ein Auto sein, es könnte ein Tesla sein, es könnte ein Supersportwagen sein, alles Mögliche. Was meint ihr, könnte jetzt als nächstes Auto kommen? Okay, also wir sind jetzt am Ort des Geschehens.
Plains angekommen. Seht ihr das gerade? Hier sind irgendwelche Fahrspuren. Die enden einfach hier. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das Ganze bedeuten soll. Aber das sieht mir ein bisschen komisch aus, Freunde. Wie können denn Autoreifenspuren hier beginnen und einfach so weitergehen? Oder kommen sie von hier und haben dort aufgehört? Das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht irgendwie keinen Sinn, Freunde. Ich kenne kein Auto, das so etwas macht. Alles klar, Franklin. Ich glaube, wir sind da vielleicht irgendwas Großes auf der Spur. Deswegen schauen wir uns mal genauer hier um. Vielleicht ist da drinnen in einem Hangar was. Jedenfalls habe ich hier lange keine Autos gefunden. Also das war, glaube ich, einer der ersten Spots, die wir mal abgesucht haben. Und ich habe gefühlt hier niemals Autos gefunden. Einmal waren zum Beispiel an der Stelle mal ein Auto, aber wir konnten es leider nicht reparieren und auch nicht wirklich verkaufen. Deswegen habe ich es nicht in diese Episode mit reingenommen. Okay, hier im Hangar scheint aktuell gar nichts zu sein. Warte mal kurz, da ist so ein Typ. Hallo? Ey, wissen Sie vielleicht, kennen Sie sich aus? Oh mein Gott, wer sind Sie denn? Nein. Ich will nicht stören. Ach so, Sie wohnen hier. Ist das Ihre Wohnung? Das ist eine Wohnung? Warum weiß ich davon nicht, dass man hier wohnen kann? Lol. Okay, das erste Mal, dass ich hier tatsächlich drinne bin. Krass. Aber gut, das hilft uns nicht weiter, Leute. Hier werde ich nicht fündig. Wir gehen mal drumherum. Also Trevor meinte, hier könnte was sein. Er sagt nicht zu 100%, es muss hier drinne was sein. Aber es könnte etwas sein. Vielleicht befindet sich dort hinten was. What? Wait a minute, Leute. Warte, ich habe da was gesehen. Seht ihr das da hinten, Leute? Seht ihr das da hinten in der Mitte? Neben diesen anderen zerstörten Truck? Ist irgend so was Technisches. Irgendwas sehr, sehr Technisches. Wir schauen mal rein, Leute. Was? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das ist das Auto, von dem Trevor geredet hat. Yes, wir kommen rein. Okay, erstmal die ganzen hier verschieben. Aha, das ist der Fahrzeugschrottplatz. Und das hier ist, Freunde, das Fahrzeug, von dem Trevor geredet hat. Sieht auf jeden Fall sehr space-mäßig aus. Das Kennzeichen, Freunde, California 2015. Ist das ja 2015? Wir haben gerade das Jahr 2021. Was ist das denn, Leute, für ein Auto? Was? Halte Dingens gedrückt, Steuerkreuz nach rechts, um den Reaktor zu öffnen? Ich drücke jetzt mal... Leute, ich weiß nicht, was passieren wird. What? Drücke Steuerkreuz nach rechts zum Tanken oder halte Steuerkreuz nach rechts, um zum Schließen des... Was? Oh mein Gott, das ist am Rauchen. Nicht, dass es explodiert, Alter. Franklin, vielleicht ist das Ding ja gefährlich. Vielleicht ist das Teil ja super gefährlich. Dann drücken wir mal, da tanken wir mal das Auto auf, Franklin. So, tanken noch ein bisschen mehr rein. Ich weiß zwar nicht, wir tun da mal Benzin rein oder... Weiß ich nicht, was du da reintust, Franklin. Vielleicht irgend so ein Zeugs, was da rumlag auf dem Boden. So, okay, und jetzt schließen wir den Reaktor. Leute, ein Reaktor. Reaktor heißt doch irgendwas mit Auto. Das ist bestimmt kein Benzin, was ich da reingetan habe. Franklin, hast du hier irgendwelch Plutonium oder sowas gesucht? Ich weiß nicht, aber er meint da in dem Truck da hinten, da lag irgendetwas. Das hat er da jetzt reingepackt. Was ist das, Freunde, für ein Auto? Sieht aus wie der Deluxo, ne? Sieht ziemlich aus wie der Deluxo. Na gut, ich würde sagen, wir steigen ein. Es ist komplett dreckig, Leute. Wir schauen... What? Was? Ja, letzte Zeit, wo wir herkamen, 1985, Oktober 26 um 1.20 Uhr. Was ist das, Leute? Was ist das für ein Auto? What? Okay. Oh mein Gott, Alter, was ist das für ein Ding? Franklin, was hast du da gefunden? Das sieht so komisch aus. Hier ist eine Weckerzeituhr, die Zeit, die tickt, die läuft. Oh mein Gott, was ist das, Leute? Das ist dieser Reaktor. Disconnect-Kapazitor drive before opening. Shield Eyes from Light. Junge, was sind das für Knöpfe? Hier sind alles mögliche Knöpfe, Leute. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus mit dem Teil. Aber es fährt. Vielleicht bringen wir das mal zu Trevor. Aber ich will mal kurz Gas geben, Leute. Ich will mal kurz aussteigen, Leute. Was ist das für ein Auto? What? Okay. Ey, die ganzen Special Effects, die das machen kann, das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Alles klärchen. Dann steigen wir mal ein, Franklin. Dann steigen wir einfach mal in diese Kiste ein. So. Okay, wow, Alter, was sind das für Soundeffekte? Okay. Wisst ihr, was komisch ist? Im Spiel haben wir gerade September 2013. Stimmt, das ist so ungefähr der Tag gewesen, wo das Spiel rauskam. Also so ungefähr 10 Tage Spielzeit jetzt. Alles klar, dann geben wir mal kurz Gas, Leute. Wow, die Kiste. Wow! Oh mein Gott! Wow! Was passiert da gerade? Franklin! Wow! Was ist los? Alter, wo sind wir hier? Hallo? Hallo? Wow, wo sind wir hier, Leute? Was passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? What's this? Alter. Okay.
Franklin, geht's dir gut? Alles okay? Ich glaube, es sieht gut aus. Was ist gerade passiert, Freunde? Okay, das möchte ich noch einmal ausprobieren. Jetzt steht hier 2013, Freunde. Wir wollten 2013, wir sind jetzt irgendwie 2.50 Uhr. Ich verstehe das nicht. Kann ich irgendwas rumtippen? Franklin, probier das mal aus. Probier das mal aus. Ich probiere diese Kiste mal aus. Also, wir haben jetzt hier, ich glaube, ich drücke mal ein paar Knöpfe. What? Naja, so. Ich weiß nicht, was ich drücke, aber ich drücke hier irgendwas. So. Oh, nein, 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 Franklin, das war nicht die Zeit. Nein, nein, mach wieder an. Mach das Ding wieder an. So. Okay. Ich möchte jetzt gerne... Ist das eine Zeitmaschine? Ich glaube schon, Leute. So. Okay, dann machen wir jetzt einmal aufschreiben, bitte. Ich versuche mal, etwas zu ändern. Zeitreisemodus wurde auf Zwischensequenz gestellt. Alles klar. Verständlich. Okay. Ich habe jetzt irgendwas geändert. Ich hoffe mal, dass es funktionieren wird. Und dann probieren wir es mal aus, Leute. Okay, Franklin. Ich habe jetzt es ausprobiert, Leute. Wir haben jetzt ein bisschen was eingestellt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir werden jetzt, Leute, das Ganze noch einmal starten. Und jetzt, Leute, aus der First-Person-Perspektive. Deswegen, Leute, wünscht mir Glück, dass es funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ja. Yes, Franklin. Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Alter. Was ist gerade los, Leute? Wir haben Nacht. Wir haben Nacht aktuell. Es hat tatsächlich funktioniert, Leute. Wir sind durch die Zeit gereist. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Tag ist es jetzt heute? Wir gucken mal, Leute. Wir gucken mal noch. Wir fahren jetzt einfach mal zu Trevor, Leute. Vielleicht, ich glaube, wir sind jetzt in der Uhrzeit, wo Trevor wahrscheinlich im Bett liegen sollte. Aus dem Grund fahren wir jetzt erstmal zu Trevor. So, Trevor. Ich fahre jetzt direkt mal zu dir. So, wo ist er denn, Leute? Ey, ich muss sagen, diese Zeitreisenkiste, die ist so heftig. Wow, wirklich. Ich weiß noch nicht ganz, wie sie komplett funktioniert, aber ich denke mal, wir sind schon mal auf einem relativ guten Weg. Okay, Trevor sollte jetzt, glaube ich, schlafen, oder? Ist. Warte mal kurz, was ist das denn für ein alter Typ? Hallo, entschuldigen Sie? Haben Sie vielleicht einen Typen namens Trevor Phillips gesehen? Trevor? Das ist Trevor, Freunde. Was ist passiert? Er ist übelst alt geworden. Franklin, ich habe dich seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen. Oh mein Gott. Leute, wir sind 40 Jahre in der Zukunft. Oh nein, 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 nein. Sorry. Nein, 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 nein. Wir fahren, Leute. Wir fahren. Ich fahr, Franklin. Wir müssen zurück. Ganz schnell. Oh mein Gott, Leute. Ihr habt es gerade gesehen. Trevor ist einfach schon alt geworden. Ich kann es nicht glauben. Nein, ich will hier nicht leben, Leute. Ich will zurück. Komm schon. Probier's. Bring mich zurück in die Zeit. Bring mich zurück. Komm schon. Bring mich zurück in die Zeit. Da los. Oh. Was ist jetzt los? Hallo? Oh mein Gott. Yo. Es ist wieder Tag. Sind wir wieder in der Vergangenheit? Hoffentlich. Okay, ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeit wir sind oder so, aber ich glaube, es sieht aus, als wäre hier einiges noch relativ normal, oder? Ja, ja, okay. Oh nein. Oh mein Gott. Franklin, was ist das da hinten? Was ist das? Leute, das ist nicht die Zeit, wo ich wohne. Oh mein Gott. Ich muss zurück. Ich muss zurück, Franklin. Ich muss zurück. Komm schon. Gib mir die Energie. Wir müssen zurück, Leute. Wir müssen zurück in die Vergangenheit. Also in die Zukunft. Zurück. Zurück da rein. Rein, rein, rein. Nach Hause. Wir müssen nach Hause, Franklin. Nach Hause. Oh, hallo? Wow. Okay. Welche Zeit sind wir jetzt? September 23, 2013. Yes, ich glaube, das ist die richtige Zeit. Ja, okay, dann fahren wir jetzt, Leute, zurück. Wir bringen das Ding zu Trevor. Hoffentlich ist er da. Bitte, bitte, bitte. Trevor. Trevor, bitte sag mir, dass du da bist. Trevor. Trevor, 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 Trevor. Oh mein Gott, Trevor. Alter, tut mir leid, ey. Ich war so lange weg. Sorry, sorry, sorry. Ich bin jetzt wieder da, Trevor. Alles gut. Du warst doch nur 2 Minuten weg. Ach so. Ja. Stimmt, Trevor. Tut mir leid. Also, ich hab's Auto gefunden. Das ist, ein normales Auto. Ein ganz normales Auto, Trevor. Es ist eigentlich eine Schrottkiste. Man kann sie wegwerfen. Das ist nichts Besonderes. Ich entsorge sie einfach. Wir haben den Z-Type. Das Ding fahre ich persönlich jetzt zum Schrottplatz, Leute. Das fahre ich zum Schrottplatz. Leute, Trevor darf niemals von diesem Auto erfahren. Wird. Ich sag Trevor nichts davon, aber dieses Auto ist absolut krank. Leute, an der Stelle würde ich sagen, wir beenden das Video heute hier. Es ist absolut heftig. Wir haben ein Zeitreisenauto in GTA 5 gefunden in DeLorean. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. ID Zock ist raus, haut rein, Freunde. Ciao.